und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte heute eure Fragen beantworten zum Thema Stampin'-Up-Demonstrator werden. Da habe ich an einem von den letzten Videos gefragt, was ihr so für Fragen habt und möchte die heute mal beantworten. Und ich habe auch noch ein, zwei Sachen, die ich sowieso beantworten wollte und deswegen habe ich jetzt dieses Video dazu nochmal aufgenommen. Weil die meisten Fragen habe ich schon unter dem Video beantwortet, aber ich habe gedacht, ich mache noch ein paar Fragen dazu und deswegen gibt es jetzt ein Video von mir. So, also die erste Frage ist, zählt das Starter-Set zum Quartalsumsatz dazu? Nein, das Starter-Set zählt nicht zum Quartalsumsatz dazu. Das ist ein ganz spezielles Angebot und das zählt, wie gesagt, nicht in diesen Quartalsumsatz mit rein. Das ist ganz separat. Kann man Shopping-Vorteile mit dem Starter-Set einlösen? Nein, also Shopping-Vorteile gibt es immer erst ab 200 Euro Bestellwert und auch da kann man nichts mit dem Starter-Set einlösen, weil es erstens günstiger ist und zweitens, wie gesagt, ein ganz separates Angebot ist. Das gilt auch für die Celebration-Artikel, das ist nämlich die dritte Frage, ob man mit dem Starter-Set aus Celebration-Artikel aus der Broschüre einlösen kann und das kann man auch nicht. Also wenn ihr im Zeitraum von Januar bis März bei Stampin' Up! Als Demonstrator einsteigt, könnt ihr euch eben euer Starter-Set aussuchen. Das hat den Wert von 175 Euro und ihr müsst nur 129 Euro dafür bezahlen. Ihr bekommt immer das Geschäftsmaterialpaket dazu, der Versand ist immer kostenlos und dann gibt es zwischen Januar und März eben immer diese Besonderheiten. Und 2020 ist es ja jetzt so, dass ihr dazu ein Stempelset eurer Wahl erhaltet, einen Minischneider, den habe ich euch auch schon gezeigt in dem Video, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben oder hier oben, ich glaube hier oben. Und auch das Designerpapier, das habe ich euch auch gezeigt, das ist eben auch in dem Video. Das bekommt ihr alles zusammen und das Ganze ist versandkostenfrei und das war's. Also das ist schon mal ein super Angebot und dann kann man sich keine extra Artikel noch aus der Broschüre aussuchen. Das könnt ihr dann bei eurer ersten Bestellung gleich machen. Wenn ihr nochmal was braucht, dann könnt ihr das natürlich auch gleich nutzen und gleich nochmal aus den Vollen schöpfen sozusagen mit den Celebration-Produkten. Wie lange hat man Zeit, seinen Quartalsumsatz zu erreichen? Also, es ist immer so, ihr steigt in einem Quartal ein. Zum Beispiel, ihr steigt jetzt im Februar ein als Stampin' Up! Demonstrator. Und dann habt ihr immer dieses erste Quartal, das wäre jetzt, also das erste Quartal ist ja bis März. Das habt ihr sowieso Zeit und dann habt ihr noch ein volles Quartal. Das heißt, ihr habt von Februar, wenn ihr eingestiegen habt, bis Ende Juni Zeit, euren Quartalsumsatz zu erreichen. Plus einen Monat zusätzlich. Also beim Einsteigen ist es immer so, in dem Quartal, wo ihr einsteigt, das zählt noch nicht sozusagen. Also das zählt natürlich schon, aber das ist noch nicht der Bereich, in dem ihr euren Umsatz erfüllen müsst. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel am 13. März einsteigt, dann hättet ihr ja nur bis 31. März Zeit. Das wäre einfach zu knapp. Und so ist es immer so geregelt, dass ihr in dem ersten Quartal, in dem ihr einsteigt, das zählt zwar alles, was ihr da in Umsatz macht, aber ihr habt Zeit bis zum Ende des nächsten Quartals komplett. Und dann habt ihr immer noch einen Monat zusätzlich, den habt ihr auch, wenn ihr jetzt schon länger Demonstrator seid und ein Quartal euren Umsatz nicht geschafft hat, habt ihr immer noch einen Monat zusätzlich, in dem ihr diesen Umsatz nachholen könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt im Februar eingestiegen seid, habt ihr Zeit bis Ende Juli euren Umsatz zu machen. Das heißt, Januar, Februar, März, erstes Quartal, April, Mai, Juni, zweites Quartal plus einen Monat Juli müsst ihr diesen Umsatz schaffen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel im August eingestiegen seid, dann ist von August bis September quasi das Quartal euer erstes Quartal. Und dann habt ihr noch bis Ende des Jahres, also bis Dezember Zeit, euren Quartalsumsatz zu schaffen und dann noch diesen Pending-Monat zusätzlich, heißt bis Januar habt ihr Zeit, wenn ihr im August eingestiegen seid. So ist das grob. Und wenn ihr jetzt schon länger Demonstrator seid und zum Beispiel euren Quartalsumsatz im ersten Quartal nicht geschafft habt, habt ihr noch einen Monat zusätzlich und dann, wenn ihr nichts mehr bestellen würdet oder den Quartalsumsatz nicht schaffen würdet, würdet ihr quasi kein Stampin' Up! Demonstrator mehr sein. Das ist nämlich gleich eine der nächsten Fragen, da komme ich gleich nochmal dazu. Was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, ist die Frage, muss man für das Starter-Set Versandkosten bezahlen? Nein, das Starter-Set ist immer versandkostenfrei. Eine Frage, die auch noch nachher nochmal auftauchen wird, ist die Frage, wie zahlt man denn als Stampin' Up! Demonstrator? Weil man kann ja zum Beispiel im Online-Shop als Kunde nur mit Kreditkarte bezahlen. Und da ist es so bei Stampin' Up!, wenn man sich anmeldet als Demonstrator, bekommt man den Zugang zu der Demonstratoren-Webseite. Und dort ist es so, dass man seine Bankdaten hinterlegen kann. So kann man auch ohne Kreditkarte bezahlen. Das heißt, man braucht eigentlich nicht unbedingt eine Kreditkarte.
Und dann wird alles, was man bestellt, per Bankeinzug von Stampin' Up! Eingezogen. Eine Sache ist aber gut zu wissen oder wichtig zu wissen, vielleicht wenn ihr euch fürs Onstage anmeldet, dann braucht ihr zum Bezahlen eine Kreditkarte. Ihr könnt es Onstage auch mit sogenannten Flexpunkten bezahlen. Das ist eine zusätzliche Leistung, wo man für jede Bestellung bekommt. Aber da muss man einen gewissen Wert zusammen haben, dass man das Onstage damit bezahlen könnte. Oder wie gesagt, eben mit Kreditkarte, aber dafür braucht man dann eine Kreditkarte. Dann möchte ich nochmal den Punkt ansprechen, Gewerbe anmelden. Also, das finde ich ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte und einer der Punkte, wo sich viele Gedanken drüber machen. Und das möchte ich nochmal ganz kurz ansprechen. Und zwar, ihr schließt den Vertrag mit Stampin' Up! Als Gewerbetreibender ab. Also in dem Vertrag, den ihr unterschreibt, den ihr euch durchlesen müsst für das Starterpaket, seid ihr quasi gewerbetreibende Person. Viele machen das nicht, dass sie ein Gewerbe anmelden, wenn sie nur zum Eigenbedarf bestellen. Habe ich am Anfang auch so gemacht. Inzwischen habe ich natürlich ein Kleingewerbe, aber am Anfang habe ich das auch noch nicht angemeldet gehabt, weil ich auch nicht wusste, wie sich das entwickelt und ob ich nur für mich selber bestelle. Es ist so, man muss in Deutschland ein Gewerbe anmelden, sobald man eine Gewinnabsicht hat, also eine Absicht. Also sobald ihr eine Gewinnabsicht habt, müsst ihr ein Gewerbe anmelden. Und der Grund, warum ihr als Demonstrator mit Stampin' Up, also als gewerbetreibende Person mit Stampin' Up den Vertrag abschließt, ist folgender. Wenn ihr zum Beispiel Demonstrator seid, dann könnt ihr diese 14 Tage Widerrufsrecht nicht nutzen. Das heißt, wenn ihr einen Artikel bestellt habt und der euch nicht gefällt, könnt ihr den nicht einfach zurückschicken und sagen, der gefällt mir nicht, ich möchte mein Geld zurück. Das kann man als Kunde machen, aber als Demonstrator nicht. Wenn natürlich irgendwas an dem Artikel beschädigt ist oder wenn das nicht funktioniert, wenn die Stanze unscharf ist oder irgendwas ist mit dem Artikel, dann könnt ihr den natürlich auch, dann bekommt ihr den natürlich erstattet, das ist ganz klar. Also Gewerbe anmelden. Wenn ihr eine Gewinnabsicht habt, dann müsst ihr ein Gewerbe anmelden. Ihr könnt es auf jeden Fall auch nochmal mit eurem Steuerberater klären und euch da rückversichern lassen, dass das alles in Ordnung geht. Wenn ihr dazu noch Fragen habt. Okay, da kommen wir jetzt zu euren Fragen vom letzten Video. Die Verena hat mir ein paar Fragen gestellt und die erste Frage ist, was passiert, wenn ein Kunde ein Produkt zurückschickt, weil es doch nicht gefällt oder defekt ist? Muss ich den Kaufpreis zurückerstatten, beziehungsweise bleibe ich auf den Kosten als Demo sitzen? Also, ein Kunde kann immer sein Produkt zurückschicken, wenn es ihm nicht gefällt. Und also er hat dann natürlich auch diese Frist, die er einhalten muss, aber das kann er machen. Und er schickt es dann direkt an Stampin' Up! Zurück. Sprich, als Demonstrator schreibt man dann mit dem Support von Stampin' Up! Die schicken dann einen Fahrer, der das Paket dann beim Kunden abholt und das, was ihm nicht gefällt, wieder abholt. Und der Kunde bekommt den Betrag dann von Stampin' Up! Zurückerstattet. Das heißt, du als Demonstrator hast da keine Kosten, die da auf dich zukommen oder du bleibst doch nicht auf dem Artikel sitzen. Und wenn irgendwas mit dem Artikel defekt ist oder wenn was nicht funktioniert oder wenn zum Beispiel jetzt eine Stanze unscharf wäre, dann könnte der Kunde quasi den Artikel auch wieder zurückschicken. Da funktioniert es dann genauso. Da schreibst du als Demonstrator wieder mit dem Support von Stampin' Up! Und der schickt dann einen Fahrer von DHL zu einem bestimmten Termin oder also zu einem bestimmten Datum an den Kunden. Der Kunde kann da seinen defekten Artikel zurückschicken und erhält dann von Stampin' Up! Einen neuen Artikel. Und auch der Support von Stampin' Up! Ist wirklich total super. Den kann man jederzeit kontaktieren und es ist echt total, klappt immer super mit denen. Dann hat Verena noch geschrieben, ich bastel super gerne auch mit anderen Marken und Produkten. Gibt es da Einschränkungen, dass nur mehr Projekte mit Stampin' Up! Produkten gezeigt werden dürfen? Nein. Also du kannst mit allen basteln und du kannst auch alles zeigen. Du darfst halt keine anderen Bastelprodukte verkaufen, aber du kannst trotzdem, wenn du zum Beispiel Videos machst oder so, auch mit anderen Materialien arbeiten und sagen, ich benutze jetzt die Stanze von der und der Firma und die gefällt mir gut und dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Die nächste Frage ist von Clara, die lese ich mal vor. Wenn ich als Demo einsteigen will, kann ich dann auch gleich ein Team aufbauen oder muss ich erst eine gewisse Zeit dabei sein? Wenn man aber nicht möchte, muss man kein eigenes Team aufbauen, oder? Also das stimmt. Zum einen, wenn du als Demo einsteigst, kannst du sofort ein Team aufbauen. Zum anderen, du musst kein Team aufbauen, wenn du das nicht möchtest. Du kannst es einfach so machen, wie du möchtest. Da wird dir nichts vorgeschrieben von Stampin' Up!, sondern das kannst du entscheiden, wie dir das liegt oder wie du das machen möchtest. Okay, die nächste Frage ist von der Sandra. Und Sandra fragt, wenn man schon mal Bedarfsdemo war, kann man
sich dann nochmal als Demo anmelden, wenn es schon lange her ist. Ja, dazu brauchen wir meinen zweiten Zettel. Also es ist so, wenn man zum Beispiel nichts mehr bestellt bei Stampin' Up oder wenn man kündigt, dann steigt man ja aus als aktiver Stampin' Up Demonstrator. Und man kann jederzeit wieder einsteigen. Es ist nur so, es gibt eine 90-tägige Wartefrist. Diese 90 Tage beziehen sich auf das Kündigungsschreiben oder auf den Monat, in dem man ausscheidet. Das erkläre ich gleich. Ich wollte nur sagen, also diese 90 Tage hat man Zeit. Wenn man jetzt 90 Tage schon ausgeschieden ist, kann man nach 90 Tagen bei einem anderen Demonstrator einsteigen, wieder neu. Wenn man aber innerhalb dieser 90-tägigen Frist wieder einsteigt, steigt man beim gleichen Demonstrator automatisch ein, bei dem man vorher war. Und diese 90 Tage, die berechnen sich wie folgt. Also, bei einer Kündigung ist es so, beginnt der erste Tag des Folgemonats, in dem Stampin' Up das Kündigungsschreiben erhalten hat. Da beginnen diese 90 Tage, diese 90-Tagesfrist. Wenn man selber als Demonstrator aussteigt oder halt ausgeschieden ist, weil man nichts mehr bestellt hat oder den Umsatz nicht erreicht hat, dann beginnt dieser erste Tag von diesen 90 Tagen, ist der erste Tag des Folgemonats, in dem man als Demo ausgeschieden ist. Okay? Gut. Und wie gesagt, wenn man innerhalb von diesen 90 Tagen wieder einsteigt und diese Frist nicht abwartet, dann ist man wieder beim gleichen Demonstrator, wo man vorher war. Hierzu ist es auch so, man entscheidet sich am Anfang für einen Demonstrator. Das heißt, man steigt bei einem bestimmten Demonstrator ins Team ein und man kann natürlich auch das Team wechseln. Wenn man jetzt sagt, der Demonstrator, der liegt mir nicht, das passt mir nicht so, wie das läuft oder ich kann da meine Fragen nicht stellen oder wie auch immer, dann kann man natürlich das Team auch wechseln. Aber man muss wissen, wenn man das Team wechselt, dann verliert man alles, was man sich bis dahin aufgebaut hat. Also wenn man zum Beispiel schon ein Team aufgebaut hat, also wenn man dann bei einem anderen Demonstrator wieder neu einsteigt, dann hat man kein Team mehr oder dieses Team, das man da hatte, hat man zum Beispiel nicht mehr. Das Gleiche ist auch mit Umsatz, also wenn man schon einen bestimmten Titel erreicht hat, also zum Beispiel, wenn man schon diese 25% Bestellvorteil hat, weil man schon einen gewissen Umsatz geschafft hat und dann bei einem anderen Demonstrator einsteigt, dann ist das auch wieder weg. Da fängt man also wieder bei Null an, wenn man sich für ein neues Team entscheiden würde. Habe ich eigentlich schon beantwortet, wenn man im Januar bis März einsteigt und das Starterpaket kauft, bekommt man dann auch zusätzlich die Gratisprodukte aus der Broschüre? Nein, wie gesagt, also das Starter-Set ist speziell extra und da bekommt man keine Artikel mehr aus der Broschüre zusätzlich, außer die, die halt beim Starter-Set und dem speziellen Einsteigerangebot dabei sind. Dann, wann gibt es denn die Kataloge und wie hoch sind die Versandkosten für Deutschland und Spanien? Und kann man auch unterschiedliche Empfängeradressen haben, da ich mich zwischendurch für längere Zeiten im Ausland aufhalte? Also ich glaube, dass diese Nachricht von der Linda kommt. Wir haben schon per E-Mail geschrieben. Das sind ja eher spezielle Fragen, die habe ich da schon beantwortet. Also es ist so, den neuen Stampin'-Up-Katalog, das hat sie nämlich auch gefragt, das beantworte ich jetzt einfach auch gleich mal vor der Kamera, weil das vielleicht auch für andere interessant ist. Wenn ein neuer Stampin'-Up-Katalog rauskommt, dann bekommt man als Demonstrator automatisch einen Katalog kostenlos zugeschickt. Also den hat man dann immer als Demonstrator und kann dann daraus bestellen. Wenn man aber Kataloge für Kunden zum Beispiel bestellt, dann muss man die Kataloge auch bestellen. Man kann ja da, also die sind immer in 8er-Packs verpackt und wenn man natürlich viele Kunden hat oder mehrere Packs braucht, dann kann das Stampin' Up ja nicht von alleine wissen, sondern dann bestellt man die ganz normal bei einer Demonstratorenbestellung und bekommt die dann zugeschickt. Die Kataloge kosten unterschiedlich. Das kommt jetzt darauf an. Der Jahreskatalog ist zum Beispiel teurer als die Saisonkataloge und die Celebration-Broschüre. Und wie gesagt, die kann man im 8er-Pack bestellen. Da gibt es auf der Demonstratoren-Webseite dann einen eigenen Geschäftsmaterialbereich und da kann man dann die Bestellnummern raussuchen und kann die zu seiner Demonstratorenbestellung dazufügen. Die Versandkosten sind für die Kataloge von Stampin' Up zu einem nach Hause immer 5,95 €. Also jede Bestellung, egal was man bestellt und egal wie viel man bestellt, sind immer 5,95 €. Die sind für den Demonstrator genauso wie für den Kunden immer gleich. Wenn man jetzt zum Beispiel in Spanien lebt, kann man nicht Stampin' Up Demonstrator sein. Also man kann nur in den Ländern, in denen es Stampin' Up Produkte zu kaufen gibt, auch Stampin' Up Demonstrator werden. Europaweit ist Stampin' Up in folgenden Ländern, und zwar in Deutschland natürlich, in Österreich, in den Niederlanden, in Frankreich und im Vereinigten Königreich. In diesen
Ländern kann man Stampin' Up! Demonstrator werden. In Spanien geht es leider nicht. Das habe ich ja, da haben wir geschrieben bei der E-Mail. Genau. Und man kann auch unterschiedliche Empfängeradressen haben. Man kann zum Beispiel auch eine Kundenbestellung extra machen. Aber dir ging es jetzt in dem speziellen Fall darum, ob du nach Spanien bestellen kannst, und das geht nicht. Also du kannst auch nicht dahin bestellen, wo es keine Stampin' Up! Produkte gibt. Und die letzte Frage von ihr ist noch: Wird das Starterpaket auf den ersten Quartalsumsatz mit angerechnet, und was passiert, wenn man den Umsatz pro Quartal nicht erreicht? Habe ich im Prinzip auch schon beantwortet. Also das Starter-Set wird nicht angerechnet auf den ersten Quartalsumsatz, das ist ganz separat. Und wenn man den Umsatz im Quartal nicht erreicht, hat man, wie gesagt, noch diesen einen Zusatzmonat. Und wenn man das dann noch nicht nachholen konnte oder erreichen konnte, diesen Umsatz, dann ist man einfach kein aktiver Stampin' Up! Demonstrator mehr. Dann hat man zum Beispiel auch keinen Zugriff mehr auf die Demonstratoren-Webseite. Und jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Also falls ich noch fleißige Augen habe, sorry. genau. Also falls man den Umsatz nicht erreicht, ist man dann kein aktiver Stampin' Up! Demonstrator mehr und kann zum Beispiel keine neuen Kataloge nicht mehr vorher aus einem neuen Katalog bestellen oder hat auch keinen Zugriff mehr auf die Demonstratoren-Webseite. Zu diesem Punkt vielleicht auch noch was: Wenn ihr als Demonstrator einsteigt und die Zugangsdaten für eure Webseite bekommt, also das dauert ein bisschen, bis ihr angemeldet seid, bis dieser Prozess sich dann, bis ihr die ganzen Zugangsdaten und alles bekommt, dann habt ihr eben Zugriff auf eine Demonstratoren-Webseite. Und diese Webseite, das ist nicht dieselbe Webseite, wie man als Kunde findet, wo man bestellen kann, sondern das ist eine ganz spezielle Seite nur für Demonstratoren. Und diese Webseite ist sehr, sehr umfangreich. Und bei mir im Team ist es so, wenn ihr bei mir einsteigt, dann bekommt ihr von mir erstmal eine kleine Mini-Lektüre, würde ich jetzt sagen. Und zwar habe ich da ganz, ganz viel aufgeschrieben in Bezug auf viele Fragen, die gestellt werden. Einfach auf Dinge, die wichtig sind. Auch Sachen wie zum Beispiel, was mache ich beim ersten Workshop? Ein paar Ideen dazu. Und natürlich auch ganz viele zu diesem Thema Demonstratoren-Webseite. Weil das ist sehr umfangreich, diese Seite. Aber ich möchte damit einfach Mut machen und sagen, hey, du musst jetzt nicht gleich am Anfang alles wissen, was da steht. Du hast da einfach Zeit und kannst dir da in Ruhe dich umschauen auf dieser Webseite, und mit der Zeit wird es schon. Also ich war da am Anfang schon erschlagen, das muss ich zugeben, und habe mir gedacht, oh Gott, das werde ich nie alles wissen, was da steht. Aber inzwischen komme ich sehr gut klar und ich weiß auch, in welchem Bereich findet man was. Da sind so viele Fragen, die beantwortet werden, und so viele tolle, hilfreiche Sachen, die ja Stampin' Up! Einem da zur Verfügung stellt. Und von dem her keine Angst. Ich habe da so einen kleinen Leitfaden für euch zusammengeschrieben. Den bekommt ihr gleich am Anfang, wenn ihr bei mir einsteigt, mit der Begrüßungs-E-Mail dazu. Und dann tut man sich da ein bisschen leichter und hat ein bisschen Hilfestellung und kann sich Stück für Stück durch diese Seite arbeiten. Vor allem durch diese vielen Informationen, die da auf einen zukommen. Und das sind lauter total interessante und spannende Sachen. Aber wichtig ist halt zu wissen, dass das nicht gleich sofort alles in seinem Kopf drin sein muss. Genau. Die nächste Frage kommt von der Nadine. Und Nadine schreibt: Was erwartest du denn von deinen Teammitgliedern? Ist es okay für dich, wenn man nur für den Eigenbedarf einsteigt und eventuell den Quartalsumsatz nicht schafft? Also das ist eine gar nicht so einfache Frage. Was erwarte ich von meinen Teammitgliedern? Also mir fallen jetzt spontan auch nur zwei Sachen ein, glaube ich. Also zum einen würde ich mir wünschen, oder ist es mir wichtig, dass es keine Zickereien im Team gibt. Das wäre was ich nicht so schön fände. Und deswegen finde ich das einfach toll, wenn wir einfach eine schöne Gemeinschaft sind und man das auch als Gemeinschaft ansieht. Und wenn man einfach positiv und gut gestimmt und lieb miteinander umgeht. Oder also lieb, wie kann man das sagen? Wenn man einfach freundlich miteinander umgeht, genau. Das ist mir wichtig. Und zum anderen finde ich es auch gut, wenn sich meine Teammädels oder meine Teammitglieder, vielleicht möchte ja auch mein Mann bei mir einsteigen, das wäre ja auch mal was, wenn sich meine Teammitglieder, meine Teammitglieder wissen, glaube ich, alle, dass sie mit jeder Frage zu mir kommen können. Das ist ganz klar. Aber ich finde es immer toll und auch gut, wenn ihr euch vorher auch selber informiert. Wenn ihr zum Beispiel auf der Demonstratoren-Webseite schaut, was gibt's da, was zum Beispiel, wenn was nicht bestellbar ist oder so, dass man da einfach mal reinschaut auf die Seite, was steht denn da für Infos. Da gibt es jede Woche zum Beispiel Infos der Woche, und da kann man einfach nochmal nachlesen, oder man schaut in den
Demonstratorenverträgen oder Richtlinien nach. Und wenn man das einfach macht und da ein bisschen Selbstverantwortung zeigt, dann finde ich das sehr gut. Und das finde ich ist eine tolle Sache und würde ich von meinen Teammitgliedern erwarten. Wie gesagt, also wenn Fragen sind, ihr könnt jederzeit zu mir kommen, das ist absolut klar, aber ihr könnt euch auch vorher ein bisschen umhören und umschauen und einfach, ja, so ein bisschen Eigenverantwortung erwarte ich schon von meinen Teammitgliedern, glaube ich. Ja. Ist das okay für dich, wenn man nur für den Eigenbedarf einsteigt und eventuell den Quartalsumsatz nicht schafft? Ja. Also ihr dürft auf jeden Fall auch einsteigen bei mir, wenn ihr nur für euch selber bestellt, das ist ja klar. Also zum einen weiß, finde ich, niemand, wie lange kann ich das machen? Schaffe ich das immer? Ändert sich irgendwas in meinem Leben? Vielleicht klappt es jetzt noch ganz gut, vielleicht ändert sich mein Hobby, vielleicht ist irgendwas anderes und ich schaffe das nicht mehr, dieses Quartalsziel, und ich steige dann wieder aus, dann ist das eben so. Also ich möchte es mal sagen, das kann von vornherein keiner wissen, wie das Leben zum Beispiel läuft oder wie auch sein eigenes Hobby so läuft. Vielleicht will man das einfach irgendwann nicht mehr machen und dann ist das eben so. Deswegen seid ihr immer in meinem Team willkommen, auch wenn ihr sagt, ich möchte nur als Eigenbedarfsdemo arbeiten oder bestellen. Also Eigenbedarfsdemo, das heißt ja trotzdem, dass ihr für euch bestellt. Und wenn ihr das nicht ausbauen wollt, dann ist das eben so. Also jeder kann das so machen, wie er möchte, und das ist auch in meinem Team so. Ich habe ganz viele Mädels, die nur zum Eigenbedarf, ich will auch nicht immer nur sagen, ich habe ganz viele Mädels, die zum Eigenbedarf bestellen und kein Team zum Beispiel aufbauen oder nicht für Kunden oder Workshops machen. Das ist halt einfach so. Und das ist jetzt auch nichts Schlechtes oder so, sondern das ist halt, jeder darf das so machen, wie er das möchte. Und zum anderen, wenn ihr jetzt natürlich nur für das Starter-Set einsteigt, dann ist das so eine Sache, also wenn ihr dann so ehrlich wärt und mir das vorher sagen würdet, wäre das natürlich schon fair. Ich meine, das ist jetzt so, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass einige Leute bei mir ins Team eingestiegen sind, nur für das Starter-Set. Also nicht zum Eigenbedarf, sondern nur fürs Starter-Set. Das heißt, die haben einmal das Starter-Set bestellt und danach nie wieder. Haben natürlich dann von mir das Geschenk bekommen und die Begrüßungspost und alles. Und was ich dann nicht gut fand, war, dass ich dann nicht mal ein Dankeschön oder so bekommen habe für das Geschenk. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich nicht sehr fair. Es ist schon klar, Stampin' Up! Bietet es an, dass man auch nur wegen dem Starter-Set einsteigen kann, und man nutzt es natürlich dann auch. Aber es ist natürlich für den Demonstrator, bei dem ihr ins Team einsteigt, und wenn der dann zum Beispiel euch ein Geschenk schickt oder so, der Demonstrator, also ich in dem Fall, ich habe natürlich dann auch Ausgaben und gebe mir natürlich auch Mühe, dass die Karte schön ist, die ihr bekommt, und die Begrüßungspost und die E-Mail, und ich nehme euch in sämtliche Listen auf und so. Also das ist schon ganz schön viel Arbeit, die da im Hintergrund so abläuft und die so passiert. Und wenn man dann nicht mal Danke sagt, dann finde ich das ein bisschen dreist. Und da habe ich mich geärgert, das muss ich wirklich sagen. Also wenn man dann ein Geschenk bekommt und eine E-Mail und nochmal und dann noch nicht mal Danke sagen kann, dann habe ich mich ein bisschen drüber geärgert. Also wenn ihr so fair seid und sagt, ich steige nur wegen dem Starter-Set ein, ich brauche kein Begrüßungsgeschenk und ich will sonst mit dir nichts zu tun haben, dann könnt ihr mir das vorher natürlich auch schreiben. Ich finde, das, glaube ich, kann man auch nachvollziehen, oder? Also das ist halt einfach nicht so schön dann für einen selber. Wenn man sich halt freut, man hat ein neues Teammitglied und schreibt eine E-Mail und Karte und Geschenk und hängt sich da eigentlich schon rein und dann kommt nicht mal ein Danke dann. Ja. Ich glaube, das ist verständlich. Aber zu der Frage von dir, Nadine, also ihr seid immer in meinem Team willkommen, auch wenn ihr als Eigenbedarfsdemo einsteigt. Also auch wenn ihr für euch allein bestellt und keine Workshops macht und keine Kundenbestellungen aufgibt und kein Team aufbaut. Das ist egal, ihr seid bei mir herzlich willkommen. Und dann haben wir noch eine Frage von der Janine. Sie freut sich, dass mein Team so gewachsen ist und möchte gerne wissen, wie sich das entwickelt hat. Also mein Team ist in der letzten Celebration am meisten gewachsen, glaube ich. Und auch in der Einsteigeraktion dann in der Mitte vom Jahr. Da ist es irgendwie so gekommen und dann ist unsere mini kleine Gruppe auf einmal ein bisschen explodiert. Und es ist total schön so und freut mich auch sehr, und das ist auch alles, was ich dazu sagen kann. Also das hat sich quasi sehr spontan entwickelt und ja, hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir jetzt schon eine kleine Gruppe sind. Weil es ist natürlich auch toll, wie gesagt, dass dann die Kommunikation in der Gruppe einfach auch ein bisschen größer ist und ein bisschen,
ja, dass man da mehr Feedback bekommt zum Beispiel. Ich habe es ja im letzten Video erzählt, also wir haben halt auch so eine WhatsApp-Gruppe und da ist es zum Beispiel einfach ganz toll, wenn man da mehrere Leute sind, dann kann da immer schneller jemand antworten oder kommt mal hier ein Input und da ein Input oder hier mal eine Idee, was man basteln könnte und da mal eine Idee und das ist halt als Gruppe schon ganz cool. So hat sich das eigentlich, ja, entwickelt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ich alles beantwortet habe, was mir so im Kopf war noch und was ich mir von euch aufgeschrieben habe und eure Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, schreibt ihr mir einfach unter dieses Video in die Kommentare, dann beantworte ich die natürlich auch noch. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr Lust habt, in unser Team zu kommen. Wir sind die Bastelwerkstattbande und wir sind eine ganz coole Truppe und freuen uns immer über Zuwachs. Und ja, ich glaube, das war es jetzt von meiner Seite. Ich danke euch sehr herzlich fürs Zuschauen und freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Und jetzt wünsche ich euch noch ein wunderschönes neues Jahr. Ganz viel Gesundheit und ganz viel Kreativität im nächsten Jahr. Und ich freue mich auf euch. Rutscht gut rüber ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss!